Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich heute von euch wieder mal ein Set von Lego. Und zwar zwei Fahrzeuge. Und eins davon ist die absolut legendäre 1969er Chevrolet Corvette. Und es ist noch dabei das Chevrolet Corvette C8R Race Car aus der Speed Champions Reihe. Offiziell von Chevrolet lizenziert. Es ist ein Doppel-Speed Champions Set. Hat eine UVP von 40 Euro, was natürlich echt happig ist. Aber man bekommt es momentan auf Amazon für 30 Euro, was immer noch kein Preishit ist. Das ist natürlich dann trotzdem für ein Autochen 15 Euro relativ teuer. Aber gut, das wird sich nicht mehr ändern. Für Lego-Verhältnisse ist es dann ein okayer Preis. Wir haben auf jeden Fall von Lego die 76903. Und wenn wir uns das Ganze sonst von der Verpackung anschauen, ist es halt eine größere Speed Champions Verpackung. Ist 1:1 ansonsten so aufgebaut wie jede andere Speed Champions Verpackung. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal die zwei gebauten Autos von hinten und zwei Real-Life-Bilder der Autos. Und ich muss sagen, da kann sich das Gebaute für diesen Maßstab echt sehen lassen im Vergleich zu diesen Bildern. Also manchmal machen sie ja Bilder daneben, wo man sich fragt, warum machen die das, wenn man dann sieht, das hat nichts miteinander zu tun. Aber hier auf der ersten Blick auf der Verpackung kommt das Ganze schon wirklich gut hin. Man muss immer in diesem 8-Noppen-Maßstab sehen, den wir hier halt haben. Das Einzige, was mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen macht, ist die Stickerflut, die uns wahrscheinlich in diesem Karton hier erwarten wird. Aber wir können viel drüber reden. Wir gucken uns das natürlich zusammen an. Ich packe das Ganze jetzt aus und dann schauen wir uns die Steine und die Anleitung zusammen an. Also wir haben jetzt viel, über das wir schon mal reden können. Punkt 1 ist, was wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, passt wirklich wunderbar ohne Probleme in eine ganz normale Speed Champions Verpackung. Da hätte man die extra große nicht gebraucht. Hier kauft man mal wieder ordentlich viel Luft mit. Dann haben wir zwei Anleitungen, eine eben fürs Racecar und eine für die klassische Corvette. Heißt, man kann das mit Build Together mit einem Freund, seinem Bruder oder wem auch immer bauen und jeder baut eben ein Autochen davon. Und dann haben wir, wie befürchtet, zweimal die absolute Stickerflut. Bei der normalen, klassischen Corvette ist es schon viel, aber wirklich im Speed Champions Durchschnitt. Aber beim Race Car, ja, ich weiß nicht. Hat irgendjemand Spaß daran, das aufzukleben? Abgesehen davon sind das zwar natürlich auch bespielbare Sets, aber in erster Linie wahrscheinlich ein Displayset, was sich ein Fan von dieser Lizenz ins Regal stellt. Und der ärgert sich sehr über diese Sticker. Gerade wenn wieder alles, was dieses Fahrzeug ausmacht, und auch die Lizenz ausmacht, eben nicht geprintet, sondern mit Stickern gemacht ist. Aber das ist ein Thema, über das reden wir oft genug. Ich habe es kurz angeschnitten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Türen haben auf jeden Fall auch Nummerierungen. Heißt, wie gesagt, Build Together ist möglich. Und wir schauen uns jetzt mal stellvertretend eine Anleitung an, und zwar vom Racecar. Die ist wirklich hochwertig, mal wieder sehr breit für so ein paar Teile. Ist aber klammergebunden. Und Lego-typisch wird alles in Vollfarbe dargestellt und nichts ausgegraut. Und bei dieser Anleitung haben wir insgesamt 83 Seiten. Die andere wird sich nicht viel nehmen, die ist genauso dick. Und wir haben dabei 83 Bauschritte. Und in diesen 83 Bauschritten sind ja immer nochmal diese kleinen Bauschritte. Also ihr wisst, wie viele einzelne Abbildungen man ungefähr jetzt in dieser Anleitung wieder haben wird. Heißt, das Ganze wird wahrscheinlich wieder super einfach. Wir kennen's. Und dann haben wir hier nochmal die Teileliste. Die ist in der Anleitung von der alten Corvette für beide Fahrzeuge. Könnt ihr euch wie immer gerne anhalten, wenn es euch interessiert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder, heißt nach der ersten Anleitung, also dem Corvette Race Car, und dann haben wir schon mal das erste Zwischenfazit. Und wir sehen uns tatsächlich schon nach 7 Bauschritten wieder und ich baue ja jetzt noch ein anderes Set. Und zwar habe ich mich jetzt für den Lego Eiswagen entschieden. Könnte man zumindest denken, wenn man diese Farbseuche in diesem Teil hier sieht. Also ansonsten, ich lasse das Ganze mal unkommentiert, aber hier hat Lego mal wieder die gesamte Farbreste-Rampe reingehauen. Dieses Fahrzeug soll von außen im normalen Fall in diesem Grauton und Gelb sein. Gelb zugegebenermaßen nur von den Stickern, die man am Ende aufklebt. Oder fast nur, wir wollen ja jetzt nicht lügen. Aber dann sieht das Corvette Race Car von innen so aus. Also wenn ich mir das ins Regal stelle, denke ich mir immer nur, wie scheußlich das von innen wahrscheinlich aussieht. Man kann nur hoffen, dass am Ende keine Farbe davon durchscheint. Und sorry, das ist echt inakzeptabel und da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Und ich habe sogar noch zwei Teile vergessen in dem Bauschritt. Eigentlich kommt sogar noch ein bisschen von diesem Blau hier dazu. Sorry Leute, das will ich euch jetzt gar nicht vorenthalten. Ich würde sagen, jetzt sieht es viel besser aus als vorher. Aber ich habe auch Quatsch erzählt, und zwar hat dieses Set nicht zwei Bauschritte, sondern vier Bauschritte. Dementsprechend auch vier Teiletüten. Und wir sehen uns dementsprechend nicht nach dem ersten Bauabschnitt, sondern nachdem das Corvette Race Car fertig ist und damit nach dem zweiten Bauabschnitt. Außer es gibt nochmal sowas Bemerkenswertes wie das hier zu zeigen.
Und schon ist das Corvette Race Car fertig und glücklicherweise sieht man außen nichts mehr von diesen ganzen Farbverirrungen. Trotzdem gibt es einige Sachen, die ich auch an diesem Fahrzeug zu kritisieren habe, aber wir fangen wirklich erstmal mit den positiven Sachen an. Das erste Positive ist, wie eigentlich alle Speed Champions rollt der wirklich extremst gut. Man hat kaum einen Widerstand und es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, damit durch die Gegend zu fahren. Ebenfalls finde ich es designmäßig einfach bisher richtig gut gelungen. Also ich finde vom Aussehen für die Teileanzahl, die man hier hat, ist hier richtig, richtig was vorangegangen und es sieht wirklich cool aus. Wenn da nicht, und jetzt kommen wir zu den negativen Punkten, so ein paar Sachen wären. Einmal, schaut euch das mal an bitte. Wir haben diese grauen Sticker, die sind nicht durchsichtig. Dadurch haben wir eine komplett andere Graufarbe als bei den grauen Steinen. Sieht meines Erachtens einfach nicht wirklich schön aus in dem Moment. Dann haben wir diese bedruckte Scheibe. Hier können sie dann auf einmal drucken. Die drucken sie aber viel zu lasch, wodurch das Gelb weder mit dem Gelb von den Steinen noch mit dem Gelb von den Stickern, die auch ein ganz anderes Gelb haben als die Steine, zusammenpasst. Das passt überhaupt nicht. Davon mal abgesehen, die Scheibe ist doch wirklich super cool, ne? Wenn die noch ein bisschen schöner und kräftiger bedruckt wäre, wäre das wirklich top. Und dann sind wir wieder an dem Punkt dabei, wo auch Prints dabei sind. Das ist geprintet. Auch wieder zu lasch, okay. Aber auch der Sticker ist zu lasch, also der passt halt auch vom Gelbton nicht zu den anderen Gelbtönen. Also dieser Mix aus Stickern, Prints und den Teilefarben macht halt überhaupt keinen Sinn und wertet am Ende das Fahrzeug für mich wieder ein Stück ab. Gerade wenn man halt wirklich so eine Flut an Stickern hier hat. Der einzige Teil, bei dem wir bei dem Fahrzeug noch die Farbseuche sehen, ist hier. Von den Seiten sieht es gut aus. Auch das Heck, finde ich, sieht eigentlich, wenn die Sticker nicht wären, super, super cool aus. Und auch die Bautechniken, die wir hier teilweise in dem Fahrzeug haben, sind wirklich entspannt und erfrischend. Und der Bau ist wirklich super einfach. Also man kann da den Kopf ausschalten und das nebenher ein bisschen weiterbauen. Das ist wirklich auch mal schön. Also bisher haben wir ein Fazit, wo wir sagen können, die Form ist super cool, aber wir haben halt auch wieder einige Fehler, über die wir jetzt gesprochen haben. Und da habe ich noch gar nicht sowas erwähnt wie vorne, dass die Scheinwerfer wieder unterteilt sind, was ich wie beim GR Supra einfach nicht schön finde. Aber trotzdem, dieses Set wäre als alleinstehendes Set eines von den meiner Meinung nach schwächeren Speed Champion Sets, was ich sehr schade finde, weil ich ja wie gesagt den Aufbau an und für sich sehr cool fand. Aber vergessen wir jetzt mal die Farbseuche und die anderen Fehler und bauen noch die alte Corvette. Und da bin ich wirklich gespannt, was uns da noch erwartet. Und da haben wir auch die alte Corvette. Und ich muss sagen, wir haben leider, leider ganz ähnliche Probleme wie bei der Rennwagen Corvette. Aber wie gesagt, reden wir erstmal wieder über das Positive. Und das Positive ist ja wohl wieder ganz klar, wie gut die Form hier getroffen ist. Ich finde, diese alte Corvette ist gerade von vorne wie für Klemmbausteine gemacht. Und auch alles andere ist von der Form wirklich super, super gut getroffen und mit sehr viel Liebe gebaut. Auch hier gibt es in der Anleitung überhaupt keine Fehler und der Bau ist entspannt und einfach. Von der Teilequalität her, darüber müssen wir mal sprechen. Vom Aussehen sind die Teile, bis auf einen Punkt, über den wir mal reden müssen, der auffällig war, sehr gut und es gibt da keine Probleme. Wie gesagt, von den Teilen Sticker ausgenommen in dem Moment. Was ich sehr interessant finde, dass ich bei diesen Teilen, bei jedem Teil, hier genau an derselben Stelle diesen Kratzer habe. Und das haben wir auch hier hinten gehabt. Aber da haben wir es halt überklebt, aber man kann es sogar noch durchscheinen sehen. Hier drunter ist eben derselbe Kratzer. Und ich finde, wenn das so auffällig ist, dass jedes Teil des gleichen Typs an genau derselben Stelle, beziehungsweise jeder Teil des gleichen Typs in dieser Farbe an genau derselben Stelle beschädigt ist, dann muss das ja irgendwie bei der Produktion passiert sein. Und ich würde mir wünschen, dass bei solchen Sachen dann einfach eine gewisse Qualitätskontrolle stattfindet, wenn man selbst der Marktführer ist und auch einen gehobenen Preis für die Klemmbausteine nimmt. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, erstens, wir haben hier durchsichtige Sticker. Die sind meines Erachtens sogar nicht die schlechteste Wahl eigentlich bei so einem Fahrzeug. Das Problem ist nur, wir haben hier ein winzig kleines Logo. Hier ein winzig kleines Logo. Warum ist dann der Sticker so groß wie die ganze Fliese? Und dann sind wir bei diesem Problem, was wir auch bei dem Kogo Muscle Car hatten. Es ist ganz ähnlich, egal wie man diese draufstreicht und mit wie viel Liebe und Hingabe man diese draufstreicht, man wird diese Blasen haben. Und das wertet so ein Set einfach ab. Gerade weil das hier winzige Prints gewesen wären, die man auch hätte machen können und davon wäre Lego nicht pleite gegangen. Und dann haben wir auch solche Stellen hier. Und das ist meines Erachtens stickermäßig wieder die größte Frechheit. Ist dasselbe wie bei den Scheinwerfern. Man kann das gar nicht so kleben, dass es meines Erachtens gut aussieht. Wenn man die Kante an Kante klebt, dann klebt man über zwei Steine. Wenn man sie so aufklebt wie ich, hat man immer diese Lücke, was ich meines Erachtens auch einfach nicht schön finde. Und ich weiß nicht,
Also die einzigste gute Lösung wäre weglassen. Und versteht mich nicht falsch. Diese Sets sind gut und können Spaß machen. Es hat aber halt Fehler. Und diese Fehler muss ich natürlich viel kritischer sehen bei diesem Preis, als bei einem Hersteller, der weniger Geld dafür nimmt. Das bisschen was an Ersatzteilen dabei ist, auch wenn es wirklich ungewöhnlich viel diesmal ist, das rechtfertigt den Preis halt trotzdem nicht. Und auch die zwei Figuren rechtfertigen den nicht. Ich meine, wir haben hier zwei schon ganz ordentliche Figuren. Wir haben schöne Drucke drauf, aber es sind nur hier nur die Beine und die Brust bedruckt. Hier nur die Brust, nicht mal die Beine. Und bei dieser hier der Rücken und hier eben nochmal der Rücken. Das sind jetzt keine Special-Figuren, die den Preis rechtfertigen in irgendeiner Art und Weise. Und trotzdem würde ich es euch, wenn ihr es für 30 Euro und noch weniger kriegt, empfehlen, wenn ihr an diesen 8 Noppen breiten Autos Spaß habt und einfach auf amerikanische Fahrzeuge und am besten noch Muscle Cars steht. Dann werdet ihr auf jeden Fall damit Spaß haben und euch vielleicht noch ein bisschen weniger über die Sticker und die Fehler, über die wir geredet haben, ärgern. Ihr habt hier ein tolles Baugefühl, es ist ein leichtes Bauen, auch mal mit ein bisschen Kopf abschalten. Auch viel Spaß, wenn man in den Momenten, wo die Sticker geklebt werden, schmerzfrei ist. Wer natürlich eine richtige Abneigung gegen Sticker hat, für den ist das Set dann nichts, weil obwohl die Corvette ja nicht so viele Details hat, auch wirklich mit Stickern zugekleistet ist und bei so einem Rennwagen, logisch bei Lego, da ist immer ein riesen Stickerbogen dabei. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie immer. Vielleicht habt ihr ja was ganz anderes erlebt als ich. Und ihr könnt wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valley Brick.